Unsere Themen am Montag. FCE-Anhänger fallen erneut rassistisch auf. Das Sana kämpft gegen schwache Herzen. Und Henry sucht die große Liebe. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Montag. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Cottbusser Bevölkerung. Die 13-jährige Franziska Rowe ist verschwunden. Das Mädchen wohnt in einer Wohngruppe im Käthe-Kollwitz-Haus in der Puschkin-Promenade. Sie gilt schon seit einem Arztbesuch am 5. Oktober als vermisst. In einem Brief an ihre Mutter hat sie ihr Verschwinden angekündigt. Sie ist ca. 1,60 Meter groß, schlank und trägt blonde, mittellange Haare. Sie hat kein Handy und offenbar auch kein Geld. Wer Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort hat, soll sich bei der Polizei melden. Der FC Energie Cottbus trennte sich am Wochenende mit einem 1:1 von Wacker Nordhausen. Im Mittelpunkt stand aber nicht das Ergebnis, sondern leider mal wieder rassistische Ausfälle einiger Anhänger. Mehr in unseren Kurznachrichten. FCE entschuldigt sich. Nach dem 1:1 Remis am Samstag bei Wacker Nordhausen entschuldigt sich FCE-Trainer Klaus-Dieter Wollitz für das Verhalten einiger Cottbuser Fans. Sie beschimpften nach einer Elfmeterentscheidung den dunkelhäutigen Wacker-Stürmer Bidi Büval mit Schmährufen und Urwaldgeräuschen. Der FCE distanziert sich von diesem Verhalten. So waren auch Cottbuser Spieler sichtlich von den Aktionen ihrer eigenen Fans getroffen. Geldspritze für Tierpark. Der Cottbuser Tierpark und der Botanische Garten in Gilonagora bekommen zusammen 600.000 Euro. Das hat der Interreg-Begleitungsausschuss entschieden. Mit dem Geld sollen zwei kleine Lehrgebäude gebaut werden. In denen sollen Kinder und Jugendliche aus Deutschland und Polen über Flora und Fauna, aber auch über die jeweilige Region aufgeklärt werden. Im Cottbuser Tierpark wird dafür extra eine polnische Halbtagskraft vor Ort sein, um polnischen Kindern den Stoff in ihrer Muttersprache beizubringen. Laut der Stadt kommen ca. 20% der Tierparkbesucher aus Polen. Sportfrei. Am Samstag sind in der Lausitzer Sportschule wieder die Sichtungen für die 7. Klasse in der Leichtathletik. Der Einlass ist um 9.30 Uhr in der Leichtathletikhalle im Sportzentrum Cottbus. Mitbringen muss man Sportsachen und das Zeugnis der 5. Klasse. Getestet werden die Disziplinen Sprint, Sprung, Wurf und Lauf. Aber nicht nur an den weiterführenden Schulen beginnt schon die Jagd auf den potenziellen Nachwuchs. Auch viele Betriebe suchen schon ihre Lehrlinge für das nächste Ausbildungsjahr. Gerade bei sinkenden Bewerberzahlen muss man damit auch immer zeitiger anfangen. Der Energiekonzern LEAG wollte am Wochenende so viele junge Menschen wie möglich für eine Ausbildung begeistern. Der Schauplatz dafür war Schwarze Pumpe. Ein Metallstück bearbeiten, das hat David am Anfang seiner Ausbildung auch gelernt. Mittlerweile beherrscht er das im Schlaf. Der 29-Jährige macht eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Mittlerweile ist er schon im 3. Lehrjahr. Ich war vorher in einem anderen Beruf tätig gewesen, wo ich halt immer viel unterwegs gewesen bin, wollte dann irgendwann mal endlich zu Hause sein und habe mich dann dadurch entschlossen, weil ich hier mit dem Tagebau aufgewachsen bin, nochmal eine Ausbildung als Industriemechaniker bei LEAG zu machen. Und da habe ich mich dann vor 3 Jahren beworben und ja, nun mache ich da meine Ausbildung. David wird eigentlich gerade auf seinen betrieblichen Einsatz vorbereitet. Zum Tag der offenen Tür im Industriepark Schwarze Pumpe traut er sich aber noch einmal ans Werkstück. Die Grundlagen lernen alle Azubis im 1. Lehrjahr. Also hier feile ich jetzt den Messingwürfel und da tue ich das Rohmaterial erstmal bearbeiten in allen Flächen, damit ich da die vorhandenen Maße, die mir vorgegeben sind, einhalte, und daran bin ich jetzt erstmal tätig.
Naja, es ist doch schon wieder recht ungewohnt, dass man das jetzt wieder macht, weil man jetzt doch schon mit anderen Fertigkeiten vertraut ist. Aber es macht halt immer wieder Spaß. Wer die Grundfähigkeiten beherrscht, darf dann auch mit größeren Maschinen arbeiten. Das ändert sich je nach Ausbildungsberuf. Die LEAG bietet vor allem technische Ausbildungen an. Fürs nächste Jahr gibt es noch über 130 freie Ausbildungsplätze. Ja, wir suchen für den Ausbildungsstart 2018 Bewerber für die Ausbildungsberufe Mechatroniker, Industriemechaniker und Elektroniker für Betriebstechnik. Gerne nehmen wir auch Bewerbungen von jungen Frauen entgegen. Das ist nicht nur ein reiner Männerberuf. Die Ausbildung ist vor allem etwas für Technikbegeisterte. Mit den Kollegen sollte man sich auch verstehen, Stichwort Teamfähigkeit. Bei der LEAG kann man sich ab sofort bewerben. Das hat auch David vor 3 Jahren gemacht. Seine Entscheidung bereut er nicht. Weil ich halt vorher in meinem Berufsleben war ich halt immer viel unterwegs gewesen, nicht zu Hause bei der Familie, und das wollte ich halt nicht mehr. Und deswegen habe ich halt gesagt, suche ich mir einen starken Partner hier in der Region, wo ich dann halt hoffentlich jeden Tag zu Hause sein kann, was bisher gut klappt. 400 Auszubildende lernen zurzeit im Industriepark Schwarze Pumpe. Für das Jahr 2018 kann man sich ab sofort bewerben. Schon seit über 60 Jahren bietet die Telefonseelsorge in Deutschland Rückhalt für Menschen, die den dringend brauchen. Allein in Cottbus gehen dabei jährlich mehr als 10.000 Anrufe ein. Das immer anonym, kostenfrei und vor allem rund um die Uhr erreichbar. Ohne die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre das nicht möglich. Corinna Preuß ist daher immer auf der Suche nach Unterstützung. Sie leitet die Dienststelle hier in Cottbus. Am Dienstag und Mittwoch lädt sie zu 2 Informationsabenden zur Mitarbeit bei der Telefonseelsorge ein. Am Dienstag um 17 Uhr in die Stadt- und Regionalbibliothek in Cottbus und am Mittwoch um 16 Uhr in das Rathaus in Peitz. Dort wird es darum gehen, was die Telefonseelsorge überhaupt macht und wie man sie unterstützen kann. Beide Veranstaltungen dauern etwa 1 Stunde. Weniger um emotionale, sondern mehr um physische Hilfe ging es am Samstag im Sana Herzzentrum. Dort hat man Aufmerksamkeit für ein Thema geschaffen, das uns alle betrifft. Der plötzliche Herztod ist eine der häufigsten Todesursachen weltweit. Allein in Deutschland gibt es 100.000 Tote pro Jahr. Ein Grund dafür kann eine Herzinsuffizienz sein. Das heißt, das Herz ist zu schwach und die Pumpfunktion dadurch gestört. Herzinsuffizienz ist auch das diesjährige Thema der deutschlandweiten Herzwochen. Daran beteiligt sich auch das Sahneherzzentrum Cottbus. Chefarzt Dr. Axel Harnath möchte die Besucher möglichst aufklären, bevor sie im Herzzentrum behandelt werden müssen. Die Herzmuskelschwäche oder Herzinsuffizienz ist mittlerweile in Deutschland die häufigste Einweisungsdiagnose für stationäre Aufenthalte. Das ist der eine Grund. Zum zweiten ist Herzinsuffizienz mit einer sehr, sehr schlechten Prognose behaftet. Das heißt, im Langzeitverlauf über 5 Jahre sehen wir leider sehr viele Patienten, die im Gefolge einer Herzinsuffizienz versterben. Denn die Herzinsuffizienz ist keine eigenständige Erkrankung. Sie ist die Folge einer anderen schweren Herzerkrankung. Deswegen gibt es auch viele verschiedene Symptome. Das wären also Luftnot oder Flüssigkeitsansammlung in der Peripherie, Unterschenkelödeme, Flüssigkeitsansammlung in der Lunge. Die Patienten können nachts nicht mehr schlafen, nicht mehr flach liegen, müssen häufig raus zum Wasser lassen. Das sind Dinge, die wir den Patienten rüberbringen wollen, wir also aufmerksam machen wollen, damit eine rechtzeitige Diagnostik und letztlich damit auch eine sinnvolle Therapie dieses schweren Krankheitsbildes erfolgen kann. Initiiert werden die Herzwochen von der Deutschen Herzstiftung. Von ihnen wird auch das Thema vorgegeben. Die Johanniter unterstützen das Sahneherzzentrum Cottbus schon seit Jahren bei der Gestaltung der Infoveranstaltung. Die Freunde des Herzzentrums Cottbus sind da auch mit dabei. Sie haben es sich aber das ganze Jahr über zur Aufgabe gemacht, Patienten über Behandlungsmethoden aufzuklären. Denn die Mitglieder sind fast alle selbst betroffen. Und vor allem die zweite Aufgabe ist, mit Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen. Ich sage immer noch Bürger und Bürgern, weil ich das früher so gewöhnt war. zu sprechen und Ängste zu nehmen. Denn viele haben Angst, überhaupt eine Operation über sich ergehen zu lassen oder eine Herzklappe einzusetzen oder bestimmte Medikamente zu nehmen. Und wir können sagen, das und das ist uns bekannt oder wir haben das selbst erlebt.
und das zu vermitteln. Das ist also unsere wichtigste Aufgabe, Ängste zu nehmen und zu sagen, wir haben ein wunderbares Herzzentrum und da hier wird geholfen. Unter anderem deswegen sind auch knapp 200 Menschen gekommen. Die können sich hier auch gleich mal vom Fachpersonal durchchecken lassen, denn viele sind selbst Herzpatienten. Wir haben alle Vorträge hier mit Interesse gehört und ich habe auch mit dem Dr. Arnold noch persönlich über meine Medikamente gesprochen und es war informativ und wir sind voll zufrieden. Mir hat das sehr gut gefallen, gerade für die Information, weil ich ja auch mit der Herzklappe etwas zu tun habe, zwar im Anfangsstadium, deshalb waren die Infos sehr wichtig. Dass man sich besser einordnen kann in die eigene Krankheit und dann dementsprechend auch handeln, spazieren gehen, Sport machen und so weiter. Ich habe auch vieles im Nachhinein jetzt gefragt, was ich noch besser machen kann, persönlich. Man hatte also die Möglichkeit der Diskussion oder offene Fragen noch zu stellen. Um einen plötzlichen Herztod zu verhindern, muss dann oft ein Defibrillator eingesetzt werden. Er stößt das Herz im Notfall wieder an. Doch dazu sollte es im besten Fall gar nicht erst kommen. Ich wünsche mir weiterhin also den aufgeklärten, informierten Patienten, da viele Herzerkrankungen auch Notfälle darstellen und wir viel mehr in die Prävention von Herzerkrankungen gehen wollen, also das Verhindern oder das Fortschreiten einer solchen Herzerkrankung, das ist unser primäres Ziel und nicht erst an der Endkette eines schweren Endstadiums einer Herzerkrankung tätig werden wollen. Dafür ist eine gesunde Lebensweise natürlich immer vorteilhaft und die Früherkennung ist wichtig. Betroffene sollten die ersten Anzeichen nicht ignorieren. Vor allem darauf möchte Dr. Axel Harnert aufmerksam machen. Auch bei unserem nächsten Thema bleiben wir beim Herzen. Es geht diesmal um das von Henry. Keine Sorge, Henry ist absolut fit und gesund. Seine Herzschmerzen haben einen anderen Grund. Er sucht die Frau seines Lebens. Ein Fall für unseren Liebesengel Mandy Spraetz. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, genau die zu finden. Ein Unterfangen, was wir natürlich gerne unterstützen. In Love wird Ihnen präsentiert von Derdola Bau. Eine neue Runde Lausitz in Love, die Dating-Sendung für Singles von hier. Der Kommunikationstrainer Henry Grätz ist unser nächster Kandidat. Ja, ich bin der Henry, bin 44 Jahre alt, arbeite seit 21 Jahren selbstständig als Kommunikationstrainer, als Honorardozent und mein Fokus liegt aktuell in der Referententätigkeit im Bereich der neuen Finanztechnologien. Ich bin aktuell Single und habe auch keine Kinder. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, auf diesem Wege vielleicht eine neue Lebenspartnerin kennenzulernen, die auch eine langfristige Beziehung sucht. Und da kommt Mandy Spraetz ins Spiel. Sie hilft als Liebesbotin bei der Partnersuche ein wenig nach. Mitten im Herzen der Stadt Cottbus haben sich die beiden verabredet. Hier im Naturkostladen Ehrenkranz wollen sie über seine Erfahrungen und Wünsche sprechen. Auf welche Äußerlichkeiten kommt es bei deiner neuen Partnerin an? Vom Äußerlichen her lege ich natürlich Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild. Sollte schlank sein, vom Alter her vielleicht zwischen 27, Obergrenze 43. Haarfarbe, Augenfarbe, sowas ist mir völlig egal, weil für mich zählt letztendlich das gesamte Erscheinungsbild und das muss halt attraktiv für mich sein. Charakterliche Eigenschaften, was ist da sehr wichtig für dich? Ja, Charaktereigenschaften, das ist ja eher der wichtigere Teil in einer Beziehung. Ich denke, sie sollte ein gesundes Selbstwertgefühl haben, ehrlich sein, treu sein, vor allen Dingen auch die Fähigkeit haben, über ihre Gedanken und Gefühle reden zu können. Mir ist noch wichtig, dass sie den Unterschied zwischen einem Ich und einem Wir kennt und auch lebt. Denn in einer Beziehung, finde ich, ist es mega wichtig, dass wir gemeinsam die Zukunft gestalten, dass wir gemeinsam den Alltag auch organisieren oder es geht ja schon los bei einer gemeinsamen Urlaubsplanung und so weiter. Sie sollte berufstätig sein, gedanklich vielleicht auch so flexibel
sich vorstellen zu können, auch mal neue Wege einzuschlagen. Beispielsweise mit mir auch mal 10-12 Wochen im Jahr im Süden zu verbringen. Hätte ich vielleicht einen tollen Assistentenjob zu vergeben. Und ganz wichtig finde ich auch, dass man gemeinsam lachen kann, Spaß haben kann. Und ja, kurzum, eine ganz normale, lebensfrohe, bodenständige Frau. So, meine letzte Frage. Kinderwunsch, ist das ein Thema für dich? Ah, Kinder, das ist natürlich ein spezielles Thema. Selbstverständlich, ich bin jetzt auch in dem Alter, wo man mal über die Pflege des Stammbaums einfach mal nachdenken sollte. Und natürlich, ja, es wäre schön, auch dahingehend vielleicht mal die richtige Partnerin zu finden. Mhm. Als Glücksbringer überreiche ich dir den Granatapfel, die Liebesfrucht der Götter. Oh, na, da bin ich ja gespannt. Vielen Dank. Dankeschön. Möchtest du Henrys Liebesgöttin sein? Dann melde dich doch einfach bei ihm. Lausitz in Love wurde Ihnen präsentiert von Derdula Bau. Wenn Sie sich schnell bei Henry melden, haben wir vielleicht auch schon einen Tipp für das erste Date. Das könnte nämlich am Freitag im Club Manitou bei Forst stattfinden. Dort wird dann einem ganz Großen der Rockmusik gehuldigt. Gitarrenlegende Jimi Hendrix ist leider viel zu zeitig gestorben. Seine Musik lebt aber bis heute weiter. Unter anderem auch dank Randy Hansen. Der Musiker aus Seattle gilt als einer der, wenn nicht sogar der beste Coversänger von Jimi Hendrix. Der Amerikaner wird im Manitou zusammen mit seiner Band vor allem Lieder von den ersten beiden Alben seines Idols spielen. Aber auch andere Klassiker sollen nicht zu kurz kommen. Los geht es um 21 Uhr. Morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle dann meine Kollegin Cornelia Schöne. Dann unter anderem mit Tipps zum Winterreifenwechsel. Schalten Sie auch dann wieder ein. Bis dahin, tschüss. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen.
Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist die Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus, Wolfram Bestattungen, Weinbergstraße 2, Telefon 42 18 18, jederzeit. Fühlen Sie sich wie im Urlaub und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. Die Lausitz steckt tief im Herbstwetter fest. Auch in der Nacht bleibt der Himmel komplett bedeckt. Es kann immer wieder regnen, alles bei Werten um die 6 Grad. Besser wird es auch am Dienstag nicht, es bleibt überwiegend kühl und nass. Sonnenschein wird es nicht geben, es werden maximal 9 Grad, der Himmel klart erst zum Abend etwas auf. Der Mittwoch wird wieder etwas freundlicher, regnen wird es wohl nicht und auch die Sonne zeigt sich wieder. An den Temperaturen ändert das aber nichts, die liegen weiterhin knapp unter der 10 Grad Marke. Erleben Sie die legendäre Mitternachtssauna thematisch wechselnd jeden zweiten Samstag. Bei wohltuenden Aufgüssen, angenehmer Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten in der Lagune Cottbus.